So, hi liebe Leute, wir spielen jetzt Blues und Bullets und das leider, weil Bioshock nicht leicht übertragen werden kann durch YouTube. Auf jeden Fall braucht man ein anderes Aufnahmeprogramm, kann man nicht über die PlayStation direkt aufnehmen, was ein bisschen schade ist. Was natürlich auch nicht über Twitch geht, weil es ja einfach den Programm gibt. Über die PlayStation läuft. Hallo liebe Zuschauer, kannst du gerne mal einen Kommentar und ein Like oder ein Abo da lassen. Hast du nächstes Mal noch mal? Ja, sorry, Alter. Kannst du nicht ausmachen? Oder anmachen? Ich wollte einfach nur noch ein bisschen mal gucken, ob du uns spielen willst, ne? Weil deswegen bin ich ja eigentlich hier. Weißt du? Ich wollte eigentlich Spielton ist zu laut, wie zu leise. Danke, Feuerfall. Auch wenn ich dich nicht hätte. Machen wir so, oder? Habe mich besser? Sag mal was, schreib mal was. Meine Entscheidung, ja, wir spielen Blues and Bullets, ist ein, ich glaube, ein Adventure. Ich weiß nicht ganz genau, worum es geht. War jetzt im Angebot zu Halloween und deswegen dachte ich, habe ich mir mal geholt. Und ja, wir starten einfach mal, würde ich mal sagen. Es gibt halt mehrere Episoden, ich glaube 5 und 2 gibt's, 3, 4, 5 gibt's da nicht. Kommt noch raus. Wie ist Snickers? Snickers. Wie ist Snickers? Alles Snickers. Ja, meinst du mit Snickers? Ich esse ja gar kein Snickers. Das Ende des Friedens, okay. Starten wir einfach mal. Szene 1, okay, hier gibt's wahrscheinlich auch noch mehrere. 10, ich bin gespannt, wie das ist. Und dann werde ich einfach Bioshock morgen oder so mal nebenbei aufnehmen und die dann hochladen. Oder vielleicht nachher nochmal die erste halbe Stunde. Ist halt schade, ich wollte es halt eigentlich live zocken, so ist es, um euch nebenbei zu erklären und alles Mögliche. Jetzt muss ich das halt offscreen machen, ohne Chat. Fing ein bisschen blöd, ohne Zuschauer. Nee, die Werbung hängt nicht. Sorry, ich guck wirklich sau wenig Fernsehen. Eigentlich nie. Ich überleg gerade, wann ich das letzte Mal Fernsehen geguckt habe. Okay. Das ist ja schon mal strange. Bin echt gespannt. Snickers Werbung, ja, werde ich gleich mal googeln. Digidig. Was ist denn das für ein Game? Also ich bin, keine Ahnung, Alter. Zocken wir jetzt einfach. Mal gucken, ob es cool ist. Wenn es nicht cool ist, dann zeige ich es nicht weiter. Schade, dass Dingsbums jetzt nicht mehr da ist. Der weg ist. Weil du wolltest ja eigentlich pennen und der andere wollte zugucken und jetzt bist du da und guckst du und er ist weg, also. Habt ihr euch abgesprochen oder was? Here, it's your turn. Okay. Versuche aus der Zelle zu entkommen. Papier, also es hier ist die Scheißecke. Get me out of here, please. Ist geil mit diesen schwarz-rot-Tönen, die finde ich echt gut. Die fällt mir sehr, sehr gut.
guck mal hier, was hier ist. Okay, da sind 13 Tage. Ich bin ja schon 13 Tage unten. If we don't escape, I'll be punished. I've been bad. What if we're caught? Ich bin echt gespannt dafür. One down. That just leaves yours and the one No, Feuerstein. I'll be punished. I've been bad. I'll be punished. It's okay. Be quiet. Okay, also das Spiel sieht echt geil aus. Ich glaube, ich mache mir mal einen Energy. Scheiß auf Pen. Ey, Digga. Ey, Baggerfahrer, Alter. Ich glaube, du wirst zu meinem Lieblingsfan. Dir muss ich irgendwann mal was checken. Weil. Das ist eine gute Idee. Ich mache mir nämlich jetzt auch einen Energy-Drink auf. Und ich habe ein einziges Red Bull noch im Kühlschrank. Und den werde ich mir jetzt sehen, dass ich gönnen. Danke, dass du was gesagt hast. Sonst hätte ich das nämlich heute nicht mehr getrunken. Und jetzt wahrscheinlich heute früh, irgendwann um 5 Uhr, wenn ich schlafen gehen will, noch sehen, wenn ich einen kalten Schluck Wasser trinke. Gut, dass du da bist. Schade, dass du pennen gehen musst. Warte, ich mach mal kurz mal hier mal. Oh, das ist Red Bull geil, Alter. Oh, Monster ist geil. Der grüne Monster? Was trinkst du am liebsten am Monster? What are you doing? Help me, please. There isn't time to open both locks. Yes, quick. Quick, quick, quick. Wir helfen ihm mal. What are you doing? Help me, please. Wir helfen ihm einfach mal. Zurzeit nur Zero. Zero kenne ich nicht. Ich kenne nur das grüne Monster. Ich habe ihm jetzt geholfen und konnte mich trotzdem noch verstecken, was echt cool ist. Ich hätte auch jetzt gleich mich verstecken können, wahrscheinlich. Oh, Feuerstein ist da. Hey, Feuerstein. Kannst du ja immer Baggertag, Baggerfahrertag sagen. Der hat schon die ganze Zeit gewartet, der Herr Feuerstein. Bioshock kann man leider nicht live zocken. Weder über YouTube noch über Twitch. Weil die PlayStation nicht zulässt. Ich brauche dafür ein anderes Aufnahmeprogramm, wenn ich es live zocken will. Ich werde es aber einfach offline zocken. Leider. Und dann hochladen. Dann könnt ihr euch das so angucken. Also. Achso, Zero. Zuckerfrei ist auch geil. Ja, ich bin nicht so der zuckerfreie Typ. Ich bin. Shit, Alter. Ich bin nicht so der Zuckerfreie. Das ist ein lustiger Satz. I want to go home. Mal gucken, ich bin riesen Blues- und Jazz-Fan, deswegen wäre es cool, wenn auch richtig geile Jazzmusik noch laufen würde. Du hast nichts verpasst. Das Mädchen sollte gerade. Das Mädchen war eingesperrt im Keller mit dem Jungen. Wir wollten gerade ausbrechen. Und ja, die haben uns erwischt. Fertig. Das ist ein Adventure. Bioshock. Habe ja gerade eben gesagt, kann man nicht live zocken. Werde ich dann auf Stream aufnehmen müssen. Ist schade. Hier siehst du das Mädchen. Mädchen und der Junge sind verschwunden. Und die habe ich gerade gespielt. Und wir müssen jetzt, glaube ich, als Detektiv das Mädchen finden und den Jungen. Und ich hoffe, das machen wir. Das zocken wir jetzt einfach mal, weil das hat mir geholt. Und habt ihr noch nicht angefangen und dachte mir, okay, dann fange ich es einfach mal mit euch an. Ja, The Cops, naja. Auf jeden Fall nicht hier. Und ich finde diesen Kontrast halt geil. Grau und Rot. Schwarz-Rot. Alle tot, Spiel vorbei. Ja, Bioshock. Scheiß drauf. Alle tot, Spiel vorbei, ja. Das wäre mal lustig. Elliot? Just a second. Gibt halt so wenig Spiele, wo du eigentlich den Bösen spielst. Da hätte ich gerne mehr von. Deswegen war Prototype echt geil.
Ja, ist geil. Well, I just slipped out for a second. This arrived for you at the station. Thanks. I'll put it in the back room, then I'll get you a slice of pie. Deal? I'm kind of in a hurry. What kind? Blueberry. It's a deal. Ich gucke mir sehr viele digitale Games aus dem. Warte, ich wiederhole nochmal. Ich gucke mir sehr viele digitale Games aus dem Store. Ich habe vielleicht 8 Spiele auf als CD. Und das ist halt der Grund, da ich mir die Spiele teile mit meinem Bruder über PS4 Sharing, bezahlen wir nur die Hälfte. Zum Beispiel wie bei Watch Dogs. Haben wir diese 80 Euro oder 90 Euro, was das gekostet hat, haben wir uns geteilt sozusagen. Jeder 40 Euro, zack, fertig. Weißt du? Dafür habe ich für 40 Euro ein richtig geiles Game, das ich gleich durchzocken kann. Und das Neues. Und er auch. Santa Espana. Okay, jetzt kann ich mit ihm hier rumrufen. Mal gucken, sollte wahrscheinlich hier nach hinten gehen. Ja, ich habe auch sehr viele Games auf dem PC. Wie gesagt, PC-Games ist halt echt eine kleine Sünde von mir. Nebenbei noch. Und ja, will gar nicht drüber reden. Da ist, wie gesagt, ich habe 18 Steam-Accounts. Und den Steam-Accounts, wo ich wirklich alle gesammelt habe. Ich weiß nicht, die sind schon 180 oder 200. Games, die ich da schon habe. Ist halt, ich zocke halt gerne. Ich habe früher viel Spielberichte geschrieben und so. Für irgendwelche Online-Magazinen, Spieltests, Scheiße. Und kenne halt auch ein paar Leute, die in so einer Spielbranche tätig sind und da arbeiten und natürlich auch beim Magazin arbeiten und halt die Spiele vorzeitig kriegen. Und man sich dann da halt schon mal einen Eindruck holen kann, ob man sich das Spiel dann holt und dann Let's Playt oder nicht oder so. Wisst ihr? Schon relativ cool. Aber mir geht's ja hier nicht um Klicks haben oder so. Mir geht's eigentlich nur um das, wir einfach hier gemeinsame Zeit verbringen. Ey, komm doch schon. Okay, Dickinson. Coming right up. Anyway. They catch the deadbeat robbing the pharmacy, but there's no proof, so they hand him over to me. Elliot, seriously, I don't have much time. Ja, Konsole ist halt einfacher. Ich muss sagen, halt Konsole macht mir echt. Mehr Spaß. Manchmal. Aber ich liebe halt auch PC-Games, weißt du? Ich hab halt zum Beispiel mein Six Siege vom PC zockt, mega geil. Rome Total War, alle Total War Teile. Ah no. Gibt halt Spiele, die kann man nur auf dem Rechner zocken, weißt du was ich meine? So wird es mir wahrscheinlich auch gehen. Aber, naja. And this time go easy on the chili sauce. Gives me indigestion. Ja, wie sind wir nett zu ihm? Nee, so faul ist halt leider nicht. Halt, überlegt euch mit Zocke. Ich liebe halt auch so eine Games. Ich habe sehr lange Saar gezockt, auch mit einer riesen Gruppe und so. Und Teamspeak und alles. Aber hat sich herausgestellt, dass es alles Spackos sind. Deswegen zocke ich nicht mehr mit denen. Die haben halt Leute rund aus dem Band. Letzte Zeit, Alter. Und so konnte der Clan halt nicht wachsen, das fand ich kacke. Arg war richtig schön. Okay, hier Meister. You told everyone what a hero you are and you haven't stopped telling them to this day. Yeah, but before he left the cell.
Finde ich schön mit den Unterhaltungen. Oh Gott, this burger is dry as dust. Are you sure you put sauce on it? Of course, Dickinson. A splash to be precise. Ah, screw you, Ness. Guck mal, dich um Verdächtige können. Um ihn oder was? Guck mal einfach mal, was der will. Your first time here, right? I like this job, you know. Not because I like serving coffee or food. This job is about understanding people, knowing what they want, what they need. TeamSpeak, TS. TeamSpeak ist ein Programm, in dem man mit ganz vielen Leuten gleichzeitig über Headset reden kann am Laptop. Um zum Beispiel Battlefield zu zocken, ohne im Spiel reden zu müssen mit den anderen Leuten. They'd keep kicking you in the ribs long after you passed out. You'd be lucky to wake up in a hospital. The question is, what do I do with you now? Güte. Buy yourself a suit, son. Get a shave, get a job, and make a man of yourself. And if you come back here looking for trouble, you'll find it. You want coffee? So Leute, jetzt könnt ihr mal entscheiden, was ich nehmen soll. Aufrichtiges, persönliches oder Dank. Wie gesagt, ich habe gerade zwei Zuschauer. Sind drei Stimmen. Ja, ich und ihr beide. Also schreibt mal bitte schnell in den Chat, was ich nehmen soll. Persönliches, aufrichtiges oder Dank. Schreibt es mal rein und dann sage ich meine Meinung dazu noch. Oder ich kann sie zuerst, nee, wenn ich zuerst sage, dann schreibt ihr alles. Aber ich würde persönliche nehmen. Okay, persönlich, Dank. Persönlich Baggerfahrer, okay, ja, ich nehme persönlich Event. Machen wir jetzt wahrscheinlich bei jeder Entscheidung so. You know I love the blues, don't you? Your dad would be proud of you. Thanks. Bernard Jenkins. Easy there, miss. Slow and steady wins the race. Na, Feuerstein, du kommst auch noch ran bei der nächsten Entscheidung. If I don't get some blackberry pie this minute, darfst du entscheiden. Aber nee, mach mal wieder demokratisch, sonst ist es ja, wenn du entscheiden kannst, ist es ja blöd. Für Baggerfahrer. I need something sweet for my last day on Earth. Blueberry pie, last slice. You use almond extract? Quarter of a teaspoon. Which brand? I make my own. Do I know you from someplace? Me? No. But you do know my boss. Vor 20 Jahren, okay. Ich muss sagen, ich bin ziemlich überrascht von dem Game. Ich glaube, wie kommen hier die anderen Episoden und noch? You call your boss. I have business to settle with him. Can't even enjoy a quiet smoke. Look, I get it. It's Christmas. You're lonely and you want to end it all. But Santa Esperanza is full of bridges. Why not throw yourself off one of them and leave me in peace? Tell Capone that Elliot Ness is here.
We're going to finish this thing once and for all. Jeez, I don't get paid enough. Listen, you got it backwards. I'm not here to make my boss come out. I'm here to stop you getting in. So, Demokratie. Demokratie. Verhandeln oder drohen? Was sagt ihr? Ich habe schon eine Sache. Ich warte jetzt mal kurz. Ist immer ein bisschen verzögert. Ich würde mir wünschen, also ich habe schon eine Sache, die ich nehmen würde. Wenn ihr jetzt schreibt, könnt ihr natürlich alle nehmen. Kennt ihr das Musikvideo von The Weeknd, False Alarm oder so? Finde ich ja mega. Okay, ich hätte Verhandeln genommen, nicht Drohnen. Aber okay, wir nehmen Drohnen, Leute, Demokratie. Maybe I could borrow a pair from your buddy, Dockers. I hear he's never gonna need them again. You shouldn't have brought that up. Oh no? You gonna cry now? Hey, come on. It's Christmas. It's Christmas time. Vielleicht schaffen wir ja heute wieder die 400. Nice. Verhandeln hätte ich wahrscheinlich nicht aufs Maul. At the front gate! Oh, was ist das jetzt? It's Ness! Put down your weapons. You'll get a fair trial. Nee, jetzt muss ich schießen oder nicht? Und L1 schießen? Ach geil. Die wäre mit einer VA-Brille ja richtig geil. Komm schon. Ja, lässt sich mega schwer steuern. Erinnert mich an diese alten Games, wo man so rumlaufen musste, diese Arcade Games. So wie zum Beispiel House of the Walking Dead oder wie das Scheiße hieß. Wo du auch mal alle Leute töten musstest. Und dann ging es erst weiter. So zombie-mäßig. Geil gemacht. Und zeigt den Thompson. So, der fliegt aus dem Maul. Das ist schön, dass der Blut wenigstens angezeigt wird. Wenn sie so weit farbig ist, ist das Blut. Oh, sag ich einfach. Das war's. Weil er jetzt finde ich sehr, sehr angenehm. Ich gucke hier nie. Echt? Ich guck über. Oh, fuck. Kurz aufpassen. Lass uns mal kurz heilen. Da ist noch einer. Okay, geil. Finde ich gut. Also so finde ich als Ballergame, so als Ballereinlage echt cool. Also sehr angenehm. Ich muss halt nicht selber so viel machen, sondern nur. Ich muss halt eigentlich nur zielen und schießen. Ist sehr angenehm. Also ihr könnt gerne mal dafür ein Abo und ein Like da lassen. Würde mich mega freuen. Finde ich geil, Game. Blues and Bullets. Kauft euch Blues and Bullets, ist glaube ich noch im Angebot. Oder bis morgen noch im Angebot, weiß ich nicht. Krasse Scheiße. Krasse Scheiße.
So, ich muss mal kurz das Ladekabel in den Laptop stecken, damit ich auch sehe, was er schreibt. So. Habt ihr was geschrieben hier? Alles okay, ja, alles gut. So. Wollen wir uns das alt angucken? Ich bin ja mega besoffen. Wir müssen jetzt einfach nur zum Boss. Alter Typ bei mir. Das können wir uns wahrscheinlich entscheiden, ob wir ihn töten oder nicht. Have any last words? You come into my house? You destroyed my family. You kill my men. I didn't know human beings mattered to you. Would you kill an unarmed man? You? Elliot Ness? That Elliot Ness is dead. You killed him yourself. Papa! Vittorio! Are you gonna kill me in front of my son? That stain right there is all that's left of D'Annunzio, one of my best men. I told him to take care of the butcher on East Main, one of the jerks who've been screwing with me for months. We had to make an example of him. So I mean, send a message to the other storekeepers. D'Annunzio ripped out his guts and hung him up with the merchandise. But he did it while the butcher's daughter was watching. Fucking D'Annunzio. There are lines that cannot be crossed. We have to protect the innocence of children. Keep them far, far away from certain experiences. Ja, klar müssen wir das, aber... Tell him to go. Vittorio stays. He's my son, not a storekeeper's child. If his father dies, at least let him know who to take his revenge on. But that's not gonna happen. Look, Vittorio. His hand's shaking. Booze turns men into cowards. You'll be like your father. Never drink. It's funny, huh? The White Knight of the Volstead Act gets liquored up to kill the king of bootleg booze. Relax, son. Nobody's going to kill anybody. I'd love to introduce you to a girl your age, Vittorio. Her name is Claire Dockers, and she sings like an angel. You two would get along. 2 days ago, Claire's father caught up with yours in a warehouse. Your father was hitting innocent people, and that's not right. He told him to stop, but your father ignored him and pulled out a gun to shoot him. Claire's father was quicker. He drew his gun first and fired, but the bullet jammed. Your father killed Claire's father, in cold blood. He kicked him in the face so many times, not even Claire herself would have recognized him. You'll never prove I killed Dockers. I know, and that's why I'm here. But now I know I'm better than you. Your father is a murderer, and Claire hasn't stopped crying these last 2 days, all because of him. Never forget that, Vittorio. Hold it! Let him go. Run, Ness, and forget I exist, or I'll have to report what you just did. And I do have witnesses. You hear me, Ness? Okay, krass. Dazu muss ich sagen, das ist eine krasse Story. Er zeigt ihn nicht, wenn er ihn umgebracht. Ich dachte, ich kann ihn töten. Ich habe extra Wut gedrückt, in der Hoffnung, dass ich ihn töten kann. Und der Typ, der jetzt mir in dem Laden 20 Jahre später die Kugel gibt, ist also sein Sohn. Nicht schlecht. That's some first class pie. Appreciate it. Thank you, sir. My car is parked outside. If you could join me as soon as possible,
I'll be doubly grateful. Gentlemen, I'm closing up. Time to move along. So early? What are you talking about, Ness? Are you serious? Freundlich. I'm sorry, guys. I have to close up. Today's meal is on the house. Oh, yeah? Tomorrow's, too. Or I'm not coming back. You got that? Whatever you say, Dickinson. Wer ist denn jetzt nur noch da? Jetzt ist der Bagger schon weg, oder was? Ist so gleich wieder da, hat er geschrieben. Ja, der kommt gleich wieder. Hat er geschrieben, gleich wieder da. Der holt sich nur einen Energy Drink. And that's how a bullet turns into a boomerang. Also das hat mir schon mal gefallen. Krass. Gut. Ja, du weißt ja, wie das ist. Du warst ja auch ewig weg, so. Und Baggerfahrer war ja vorhin auch gleich wieder da im Stream. Also von daher. Festdreckspolen. Muss, wir hauen jetzt einfach ab. Der Wagen steht direkt vor der Tür, hat er gesagt. Jetzt gucken wir mal, wo der Wagen ist. Ach, da ist er. Da steht er schon. At last, Mr. Ness. Please get in. Where are we going? A place that's a little too fancy for a guy like you. But if it's any consolation, it's way too fancy for me. Please get in. I can't afford for you to catch a cold. Ja, geh niemals mit einem Fremden, aber er ist ja nicht fremd. Er hat die Kugel so, deswegen muss er ja von dem Sohn seines Vaters geschickt sein. Mean Old World Trophäe habe ich erhalten. Ihr müsstet jetzt links oben so einen kleinen schwarzen Balken sehen. Die Trophäen werden uns angezeigt. Echt schade ist. Oh, fast 70 Kommentare. Vielleicht schaffen wir noch die 100 Kommentare. Nee, ich weiß nicht, wenn der Baggerfahrer zurückkommt, war. I hate Baggerfahrer. Ach nee, was ist das hier? Ja, der Baggerfahrer ist wieder back. Siehst du, da bist du doch. Wir haben dich schon vermisst. Du hast nicht so viel verpasst, außer dass wir aus dem Restaurant rausgegangen sind und mit ihm mit. We'll be going up in a couple of minutes. I'll wait for you in the cable car. Up where? Okay. Geh jetzt zur Seilbahn. Time Station. Dann gehen wir rüber zur Time Station. Was schreibt ihr? Nee. Du hast nicht viel verpasst, außer dass wir jetzt aus dem Restaurant, also das Restaurant geschlossen haben. Der Bulle hat uns nochmal schön beleidigt. Wir haben ein Restaurant geschlossen und wir haben den Typ nicht umgebracht und wie gesagt, wann sind jetzt halt wieder zurück? 20 Jahre in der Gegenwart. Gucken wir mal den Arsch an von den beiden. Oh, geil tätowiert. Geil, die würde ich bitte nehmen. Gut. Wir gehen einfach mal zur Seilbahn weiter jetzt hier. Check mal die Seilbahn aus. Holst du dir das Hauspark? Oh. Dicker, Alter. Das Hauspark. Das Hauspark, da muss ich euch was erzählen. Ich habe mit Hauspark damals, ich hatte halt damals einen Laden in der Nähe. Ja, der hatte diese Spiele halt alle früher gekriegt, weil ich sehr gut Freunde war mit dem Typ. Ah, kann ich dem helfen irgendwie? Weil ich sehr gut Freunde war mit dem Besitzer.
habe ich das Spiel immer früher gekriegt. Und der hat mir versichert, dass das Original ist und Uncut, also war ja Original, aber war nicht Uncut. Und so, und dann habe ich das Original gekauft für 70 Euro oder so und dann hat er mir aber nur noch 40 gegeben oder so und seitdem bin ich da nicht mehr hin. Ja. Mich mega angekotzt. Aber war ein geiles Spiel, kannst du dann irgendwann nochmal Uncut geholt und Uncut lohnt sich mehr. Also in South Park kann man nur Uncut zocken. Weil die geilsten Szenen sind ja, verstehst du? Und Stick of Truth, genau. Das neue hole ich mir auf jeden Fall. Ja. Das neue kommt aber erst, glaube ich, am 27. März raus. Oder 7. März. Und das dauert ja nochmal. Genau, Reaktor zu allen Dings, muss irgendwas. Dieser ist ja Bunch-Hole of Asshole oder so. Irgendwie so. Also. Scared of Heights. Rektales aufgerissenes Arschloch oder so hieß es zuerst. Ist auch egal. So, was soll ich nehmen? Habe ich Höhenangst? Soll ich zugeben, dass ich Höhenangst habe? Soll ich lügen? Oder soll ich das Thema wechseln, lieber Leute? Schreibt mal kurz im Chat, was ich machen soll. Und dann warte ich noch kurz. Und guck mal hier, was hier noch geschrieben wurde. Geil. Lüge? Nee. Echt? Ja, wir warten mal. Wir warten mal auf. Oh, du bist ein Pisser. Auch Lüge, Alter. Kann ich nicht machen. Not at all. You? No. Ihr seid der Pisser. Ich hätte Thema gewechselt. Aber okay, gut. Demokratie, wa? Demokratie ist zu dritt scheiße. Ja, ich muss, das ist Demokratie. Aber das Ding ist ja schon krass, Alter, oder? Seilbahn führt also hoch zu einem Luftschiff. Und das Luftschiff ist ein Haar. Hat ein Haar drauf. Sag mir jetzt erstmal nichts, ob das jetzt irgendwer sein könnte aus der Story. Ich glaube nämlich, dass das der Sohn ist von dem Typ, den wir gerade erschießen wollten. Du musst. Ja. Die Hindenburg, ja, die Hindenburg ist leider verbrannt. Explodiert, die Idioten. Und seitdem ist der Luftschiff auch gelaufen. Also es gibt, glaube ich, nur noch 2-3 Luftschiffe, die irgendwo zu besichtigen sind in Amerika. Aber die haben ja hier auch einen Brand in der Nähe, und zwar auch, wo dieses Tropolis steht. Island Tropolis. Tropical Island. Haben sie ja die Dinger gebaut früher. Ist ja alle dicht gemacht. Und mein Dad hat da früher die Elektrik gemacht und deswegen konnte ich da auch schon mal einen Blick hinwerfen, als es noch nicht Tropical Island war. Und das ist unklar gewesen. Ja, ich wollte es gerade schreiben mit Tropical. Gut. Aber ich weiß ja nicht, was die Mission jetzt ist, also. I'm afraid I can't come with you. Thanks for the pie. But welcome to the Grand Hindenburg Hotel. My name is Susan and I'm glad to be of service. Your name please? Digga, das ist wirklich die Hindenburg. Das ist wirklich die Hindenburg, Alter. Woher hast du nur gewusst, dass er die Hindenburg ist? Auf dem Schiff, Hindenburg. Ich heiße Susan und stehe zu Ihren Diensten. Sagen Sie mir bitte Ihren Namen. Wahrheit. Ness. Elliot Ness. Thank you, Mr. Ness. Nice choice. Sounds genuine. And now, how can I help you? I'm here to see Mr. Capone. There's no Mr. Capone here, Mr. Ness. Huh. Ja, entscheidet ihr mal im Chat. Ich habe ja gerade Wahrheit, ja, ich hätte auch Wahrheit gesagt, gut. Also, haben wir das. Und jetzt anschnauzen oder einschüchtern? Darf. Ja, okay, aber deine Antwort wäre jetzt egal gewesen, weil ich auch Wahrheit genommen hätte. Also, ja, was du genommen hättest, Wahrheit hätten wir trotzdem genommen. Sorry, Baggerfahrer, dass wir dich übernommen haben. Schnauze. Schnauze. Anschnauzen, okay. Listen, Susan. I don't know if he signed in as Mr. Capone, Mr. Scarface, or Satan himself, but I know he's here.
And now you're going to tell me which room he's in, or you're going to have a problem on your hands. He's in the presidential suite. Top floor at the end of the red carpet. Thank you, Susan. Danke. Have a pleasant stay at the Grand Hindenburg Hotel, Mr. Ness. Ist ja geil, great. In Morgen. Das ist cool, das Game, das fängt richtig, das fetzt richtig. Your attention, please. The cable car to Santa Esperanza leaves in 3 minutes. Hier, oder was? You can't go in there, sir. They're in rehearsal. Theater? Shakespeare's Titus Andronicus. They open in a couple of nights. Perhaps Mr. Capone. Ja, ja, ich weiß. Das Schnauze, das war, ich fand's halt nur lustig in dem Moment, weil doppeldeutig war. Von wegen, du, naja, sagst du mir Schnauze. Und die Entscheidung war so. Also, fand ich sehr lustig, deswegen. Daumen nach oben. Daumen nach oben. Oh, fast schon wieder 100 Kommentare, Alter. Was geht denn ab bei euch? Ich wollte eigentlich nach einer Stunde nochmal also so in 20 Minuten eine Pause machen. 5 Minuten. Dann. Das ist geil, Alter. Mit der Hindenburg. Aber wenn es die Hindenburg ist, dann müssen die auch gleich abstürzen, oder? Also müsste ja auch noch kommen, theoretisch. Gibt es nicht. Was, Alter? Ja, ja, naja, ich habe doch am Anfang gezeigt, dass es 5 Episoden sind. Und die ersten 2 habe ich schon, die ersten 2 habe ich gekauft. Die sind jetzt runtergesetzt von 20 Euro auf 7 Euro oder so im Store, wenn du PlayStation Plus Mitglied bist. Und habe ich mir geholt. Und Episode 3, 4 und 5 kommt noch. Deswegen, die Frage ist aber jetzt, wo komme ich hier nochmal hoch? Okay, geil, so kann ich ein bisschen schneller laufen. Na, das freut mich ja. Aber wo ist denn jetzt die blöde Treppe, wo ich hochlaufen muss? 100 Kommentare. Wer ist der Homo? Hab ich vergessen, sorry. Nix Pause, geht nicht. Nix Pause, nix Pause. Ihr wollt hier... Ich will doch bloß, dass ihr nochmal... 2-3 Minuten wartet, bevor es weitergeht. Ich wollte eigentlich nur in Ruhe rauchen, das geht aber nicht, wenn ich... dabei aufnehme. Ja, ich quatsche kurz, baue mir ein Kippchen und gehe auf den Balkon und zocke weiter vom Balkon aus. Quatsch weiter mit euch. Hey Ryan. Ryan Hotels, the visionary who transformed the Hindenburg into the monument to aeronautical luxury it is today. Danke für die 100 Kommentare. Finde ich sehr lieb von euch. The window cleaners up here deserve every cent they make. I wouldn't do it for all the money in the world. Ja, aber das Game kann ich halt aber wirklich let's playen so. Und da würde ich halt auch gerne so Stundenparts machen. Geil, können wir da raus hier ein Feuerwerk angucken. Dass man schön eine Stunde sich das angucken kann. Nostalgie, würde ich sagen, oder? Entscheidet ihr. Ja, darauf, ja, ja. So sind die alle gelaufen damals in den 50ern, keine Sorge. Oder 70ern? Wann ist das abgestürzt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist irgendwann ein Schiff abgestürzt und dann waren alle tot. Nee, nicht alle, oder? Dann haben ein paar Leute überlebt. Aber das Schlimmste war, dass ein Typ, das irgendwie hat da neu angefangen. War mit einer der Jüngsten, der hat an dem Tag angefangen und ist an dem Tag gestorben, wo er das erste Mal gearbeitet hat. Blöde Laufen, würde ich sagen, ne?
Nostalgie, okay, Nostalgie, würde ich auch sagen. Okay, das war jetzt aber viel Nostalgie auf einmal, wa? Puh, muss ich erstmal kurz mal schütteln von der ganzen Nostalgie, die mich gerade abwehr. Fange fast an zu weinen, Alter. So. Wir müssen mich hoch in diese blöde Suite. Da fahren wir hin. Loose and Bullets, Baby. Wir brauchen noch. Wie wir brauchen noch. Ja, vielleicht nehme ich länger auf. Wir können auch eine Abstimmung machen, ob ich länger aufnehmen soll als eine Stunde. Und ich einfach kurz zwischendurch auf den Balkon gehen rauchen. Ich kann keine Zeit verschwenden, Leute. Es ist schon fast 5 Uhr. Ich will heute noch ein bisschen was schaffen. Komm, wir joggen mal wieder geil nach vorne. Hier ist der Gärtner. Gucken wir uns das mal an. Hinwo. Panischer Garten. Ach krass. Je mehr Sachen wir uns angucken, umso mehr Sachen werden rot, halte ich für. Naja, wenn wir in den nächsten 15 Minuten 200 Kommentare schaffen, dann bin ich vielleicht auf. Weiß ich nicht, für die Abstimmung, was machst du heute noch? Was hast du? Ich muss heute nichts tun. Ich muss mein Auto aus der Werkstatt holen und hole meine Frau ab. Und mein Sohn bleibt heute bei Oma, sozusagen bei seiner Oma, und hier werde ich mit meiner Frau ein bisschen rumbumsen, irgendwie Film gucken oder so. Und ja. If it wasn't for my habit of checking all possible exits when I walk into the lion's den, I'd be a dead man. Und dann abends halt aufnehmen. Fast der gleiche Raum, fast die gleiche Situation. That's exactly what I've been doing for the last 19 and a half years. You'll be surprised what a little good behavior can do for a person. Yeah, not gonna ask me for my last words this time. I'm a lot closer to death than when I last saw you. As are you. Abstimmung. Was sagt ihr? Tod oder Zweck? Ein bisschen Film gucken. Ha, das ist ja lustig. Das ist ja mega lustig mit Film gucken. Das ist ja mega lustig. Tod? Tod? Tod. Hey, großer. Not close enough. Close enough for hope. Ich würde Bede sagen. Für uns Bede. Was sagt ihr? Beide, beide. Gut. Are you sure we need to choose? Look, I didn't ask you here to find out who's got the snappiest comebacks. I wanna hire you. Wenn wir mich anheuern. I require your services as a detective. Okay. Ironie. Misstrauen oder Neugier? Naja, ich würde jetzt auch Neugier sagen, einfach nur. Aber natürlich wäre man in seiner Situation erstmal. Ist das echt so mega zeitversetzt? Krass. Ja, ist mega zeitversetzt. Neugier. Ich drücke
auf 3 Neugier. Okay, dann kannst du mal sehen, wie zeitversetzt es ist. 1, 2, 3. I don't know what your game is, but if your plan was to surprise me, you've succeeded. Und siehst du, wie sehr zeitversetzt er ist. Look, Ness. My granddaughter Sophia has been kidnapped. When what happened to my son? Ich habe auch versucht, schon mal mich auf rauszusetzen auf dem Balkon mit dem Laptop, ohne dass ich den Fernseher sehe, und dann über den Livestream mir selbst zuzugucken und zu zocken, aber es funktioniert nicht. Nobody? Also, nee, sieht nicht, das dauert zu ewig, das ist mega strange, das funktioniert halt einfach nicht, weil es zu krass verzögert ist. Ja, mal gucken, Internet aus, Mikrofon auf. Guido Colombo, the girl's uncle, and her new legal guardian. He said her parents had just died in a tragic automobile accident. He produced all the relevant papers, driver's license, the custody document supposedly made out by the father, the death certificates. He explained away the fact that the girl didn't know him by saying he moved to Seattle before she was born. Any clues? Nah. Well, Sophia was wearing a blue dress with flowers that I personally ordered for her from Italy. She was also wearing white ballet shoes with daisies embroidered on them. As for the guy, the school principal said he was tall and slim, in his 50s. No particular accent. Black hair, no beard, no glasses. Well dressed. Could be anyone. But I know he was hired by one of my old associates. Someone wants to finish me once and for all. Maybe they want control of what's left of my organization. Maybe they hate my guts. And I thought I was the only one who still hated you after 20 years. What else have you got? I got this. And I got you. You don't have me. My place is at my dinner. Dann schreib Hallo, dann sage ich dir, wann es ankommt. Aber ich glaube, das ist nicht zeitverzögert, der Chat. Polizei oder Mafia? Kann ich jetzt euch ja schon mal sagen, aber was wollen wir da nehmen? An wen soll ich mich wenden? Ich würde die Mafia nehmen. Ich glaube, ihr nimmt nämlich auch die Mafia. Ich nehme jetzt schon mal Mafia. Ich glaube, Ina, hallo, jetzt hast du geschrieben. Du siehst ja oben, wann du geschrieben hast. Wird ja selber eingeblendet, also. Du kannst ja selber schreiben und siehst, wann oben bei mir im Stream angezeigt wird, dass du. You were the biggest boss in the Mafia, and by the looks of this place, you didn't lose everything. Why don't you ask one of your subordinates for help? You don't listen, do you? The kidnapper was hired by one of my men, one of the people I trust. So why me? 20 years ago, I pushed you to the edge. I bought your friends and killed the ones who couldn't be bought. I got you so obsessed with me that your wife ended up leaving you. When you had nothing left, you walked into my house, shot my bodyguards, and pointed a gun at me. You could have killed me. But you chose to take it out on this piano. You're the only honest man I know. Ja. 7, das sind das. Er hat dann mit mindestens 6-7 Sekunden. Für das Kind oder niemals? Ich würde nämlich sagen, für das Kind, oder? Schreibt mal schnell im Chat. Niemals. Okay, okay, okay. Jetzt müssen wir bloß noch niemals, okay. I'm not going to help you. I'm not asking you to help me. I'm asking you to rescue a little girl. Forget that her surname is Capone. Her name is Sophia. She's 8 years old and smart as a whip. Okay, okay, you win. I'll help. Not for you, for her. But I want something in return. As you can see, I'm not short of money. Ask, I won't haggle. Nennen Sie einen Preis und ich werde nicht feilschen. Er soll ins Gefängnis gehen, er soll ins Exil gehen oder eine Spende. Ja. Exil. Mal gucken, was Baggerfahrer sagt, weil ich habe nämlich was anderes. Ich würde nämlich Spende sagen.
Ah, oh, fuck. Jetzt haben wir alle drei was verschiedene gesagt. Machen wir jetzt. Ja, okay, dann muss ich mich selbst entscheiden. Dann würde ich halt lieber Exil sagen als Knast. Muss ich ehrlich zu ihm. Gut, ich nehme Exil. You leave Santa Esperanza and the country forever. It's a deal. I always wanted to die in Sicily, but that's the least of my worries. I don't give a damn what happens to me, Ness. You just save Sophia. And you can start by investigating Carlo Boccherini. How did you know? Biggest forger in Santa Esperanza. Wouldn't surprise me if Sophia's so-called uncle's papers were made by him. Besides, he's been cursing your name ever since we put you in jail. Hey, I treated him like a son. After you killed his parents. They were selling booze without my permission. Wait. You know where to find them? I have a good contact at the station. A girl. Rookie. Straight arrow. Nee, haben vier Leute den Stream geliked. Who's saying you trust her? Und zwei Leute gucken. You are such a chauvinist. Do you trust me? Und ich kann sie selber noch mal liken. Spirit. Keep Milton informed at all times, huh? You hear me? I know you from somewhere. Keine Ahnung, soll ich selber mal liken nochmal? Kann ich das auch machen hier? Ja, das ich selber hier liked, jetzt müssen wir 5 sein. Ja, sorry. Ich wollte ihm halt einfach nicht ins Gesicht schlagen. Und guck mal, jetzt steht, dass wir viel Zuschauer haben. Ich wollte ihm einfach nicht ins Gesicht schlagen, deswegen habe ich abgemacht gemacht. Weil, ey, im Krieg müssen wir eh machen. Das ist richtig geil gemacht, Alter. Jetzt gucken gerade noch drei Leute zu, steht bei mir, also ich, das ist verrückt. Auf jeden Fall geil. Finde ich geil gemacht. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Schnell, wir schießen wir mal. Dann jetzt nehme ich automatisch weiter. Arrived. Das stimmt allerdings, liebe Leute. I'm gonna need help. Ja, es kann auch sein, dass ich manchmal den Stream oben refreshe und dann Dings. Ja, natürlich nehmen wir den Whisky. Ich nehme jetzt den Whisky und wahrscheinlich eine gute Entscheidung. Wahrscheinlich keine gute Entscheidung, meine ich, aber scheiße. Was soll der Geist?
Ich würde auch trinken sagen. Ich habe so kurz umgestellt, weil ich draußen rauchen bin. Deswegen. Yes. Elliot, I found Carlo Boccherini. I knew you would, Alice. Write this down. 31 Wicker Avenue in Lakeview. Thanks. Nice work. Elliot, what do you want with him? He's got a hell of a file. Ich würde zu ihr Heimnis tendieren. Und ihr? Some mail turned up for him at the diner with a wrong address. Elliot, don't lie to me. I'm a cop. If you go outside the law, I can't protect you. Alice, I think für euch doch immer. I'll let you know how it goes. Thanks. Tomorrow's going to be a long, long day. Ab in den Kopf, ab in den Kopf. Siehst du, wir haben Story drum. Ja, ich weiß. Und damit kann ich den Chat nämlich lesen von draußen vom Balkon und muss halt nicht direkt drin vorm Laptop sitzen. Und kann mit somit eure Entscheidungen mit in das Spiel einbeziehen. So, dann schreibt mal schnell, was ich nehmen soll. Ich werde mal das wieder umstellen. So. Was soll ich nehmen? Job oder Blowjob? Job. You worked as a waiter? I was a chef. And not in any old kitchen. At the maximum security penitentiary on Gore Island. Can't think of a better way to do time. And how do you think I met Alphonse? Playing golf? Alphonse. On the subject of cooking, I know your blueberry pie had an extra something. I still don't know what. Alphonse. So what now? You got a plan? Take a look around in case there's a rear exit. I'll take the main door. Okay. My pleasure. Gucken uns hier mal den Zaun kurz an. Vielleicht können wir hier irgendwas. Someone took out sections of the fence. Odd. Strange. Gehen wir einfach mal ran. Also ich muss sagen, das Spiel gefällt mir wirklich. Also ich kann es nur empfehlen, holt euch das. Ich weiß ja nicht, wer das gemacht hat und wer dafür verantwortlich ist, aber es macht Spaß. Das ist ja die Hauptsache. Ich dachte nicht, dass es mich jetzt so lange on point hält. Tür oder klingeln? Ja, die Hindenburg ist leider nicht abgebrannt. Ich dachte, dass die da noch irgendwie explodiert. Da ich ein bisschen drauf gehofft. Tür oder klingeln? Los. Ich würde nämlich die Tür nehmen. Okay. Okay, sachte oder fest? Alter. Was für eine Entscheidung. Sacht oder fest, Leute? Sacht oder fest? Ich würde nämlich sagen fest. Ich würde festklopfen. Bloß wenn einer von euch festschreibt, dann nehme ich fest. Boccherini? Carlo Boccherini?
Nothing of interest out back. Sorry. You better come see this, Mr. Ness. What is it? I don't know how to describe it. Dead oder was? Was los, was los, was ist da passiert? Oh shit. Is that our man? Boccherini. My god. We have to find out who did this and why. Let's go. You're the detective, Mr. Ness. Besides, Alphonse will want to see this. I'll be right back. All right. Okay, we schauen uns mal ein bisschen. We have to establish how Boccherini died. Maybe the body parts can shed some light on the motive. Geil. Ich muss mal sagen, dass ich das hier, die Option, kann ich den Bildschirm nicht noch ein bisschen weiter. Vibration, Stimme, Empfindlichkeit, Aktien. Schade, kann ich einstellen. Weil ich sehe auf meinem Fernseher nicht so richtig. Pinwand ist hier, achso. Boccherini Mord. Okay. Gehen wir einfach näher und gucken uns mal ihn an. Holy Christ, what the hell are we up against? Ja, sieht aus, als ob die Augen rausgeschnitten worden sind. His eyes were pulled clean out of their sockets. Whoever did this, it wasn't their first time. And if they committed any other murders like this, it's likely that einfach einen Löffel zack rein in die Augenhöhle, fertig. I must remember to ask Alice. Ja, der Schwarze stirbt immer zuerst. Hast du nie amerikanische Filme gesehen? The buildup of blood inside his mouth speaks for itself. Achso, das waren jetzt die zwei Hinweise. Ich dachte, ich kann hier jetzt fünf Hinweise finden. The blood comes from the other side of the corridor and ends next to the body. He was attacked in the other room and dragged to the hall. Boccherini's teeth were all pulled out. Ach geil, kann ich verwenden. Verstümmelt. Ich muss also den zweiten Hinweis zu der Verstümmelung finden. Hier, der versucht rauszukommen, oder was? Das sieht aus wie ein Kampf. Nee, jetzt sieht aus, ob er da reingekommen ist. The events began in the lounge. How did Boccherini encounter his murderer? Das ist ja echt geil, Alter. Das ist ja ein richtig geiles Game. Jetzt kommt's richtig in Fahrt, Alter. Fuck, jetzt kann ich ja. Ich wollte eigentlich jetzt Pause machen nach einer Stunde, aber kann ich nicht. Okay, hier ist noch eine Uhr. What kind of person takes off a wristwatch without unfastening it? Or fastens the strap again after taking it off? Blood. Blood everywhere. Did it break during the struggle? Or was it already broken? Ich muss nach vorne zu der Verstümmelung, zu der Leiche, also kann ich doch alle fünf finden. Okay, gut. Siehst du? Pity he won't last till Christmas, because he'd almost pass for a tree. There's no doubt the murderer took his time. Ja, alle durchgestochen, Alter, durch den Körper. Durch den Körper. Und die Hände sind this isn't a cut, it's a tear. His deswegen ist nämlich die Armbanduhr noch zu. Who has that kind of strength? Ja, ich werde vielleicht den Stream gleich beenden, neu anfangen, aber warum auch? Ihr guckt ja noch zu. What's he got stuck in there? Looks like the bottom of a glass. It's Boccherini, no doubt about that. Although the one I remember was more together. Okay. Jetzt können wir hier Verstümmelung nämlich nehmen. The murderer tore Boccherini's hands off. Hands ripped off, teeth torn out. I guess I'll have to rule out criminal intent or a personal angle.
Ich finde es relativ geil, da ist immer noch weiter auf die Augen wurden rausgenommen. Wir gucken mal weiter. Hier haben wir doch schon alles, oder? Nee, hier haben wir noch ehrlich geguckt. Whatever crushed the table must have been really heavy. Or maybe it was thrown extremely hard. Echt 200 Abos habe ich? Ja, 200. Ja, krass, 200. Jetzt halt bloß noch einen Zuschauer. Eine Stunde und 11 geht schon. Okay, dann werde ich jetzt mal den nächsten Hinweis holen. Perfectly circular dint, as if someone had tried to hammer in a gigantic bolt, around 4 inches in diameter. Ja, dann habt ihr wahrscheinlich recht. Ihr habt recht, der Chat hatte recht. Das zu 200, also jeder hatte ungefähr 100. Allerdings muss ich schreiben. Ja, okay, dann mache ich jetzt mal kurz einen kleinen Break. Eine Minute, sozusagen. Dauert ja immer, bis ich den Stream beende und den neuen anfangen kann. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, also den Mordfall würde ich gerne noch zu Ende spielen. Und ja, bis gleich. Danke für Zuschauen und ich hoffe, ihr seid gleich wieder dabei. Peace out.